Liebe Mitglieder, im folgenden Video stellen wir euch ein kleines Workout vor, wie ihr zu Hause euren ganzen Körper trainieren könnt. Es geht darum, nur mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren. Das Workout besteht aus 7 Übungen mit jeweils einer Variation. Aus dem Ganzkörpertraining sind die Kniebeugen. Um die Kniebeugen richtig auszuführen, wird das Gewicht auf die Fersen verlagert und nicht auf den Vorderfuß. Dann gelingt es euch auch, das Gesäß nach hinten unten zu schieben und nicht die Knie nach vorne. Eine Variation dieser Übung sind die gesprungenen Kniebeugen. Auch hierbei gilt es, sich über die Fersen abzudrücken. Qualität der Übung steht dabei immer im Vordergrund. Zwei sind die Ausfallschritte. Bei den Ausfallschritten ist es wichtig, dass der Oberkörper senkrecht nach unten abgesenkt wird. Dabei darf das hintere Knie den Boden kurz berühren. Variation dieser Übung sind gesprungene Ausfallschritte. Zunächst in vereinfachter Form mit abgesetzten Knien. Wichtig dabei ist, Gesäß und Bauch anspannen, sodass der Körper eine Gerade ergibt. Variation dieser Übung ist dann ohne abgesetzte Knie mit dem gesamten Körper in einer Geraden. Auch hierbei wichtig, Gesäß und Bauch anspannen, um die Übung richtig auszuführen. Ist das Kreuzheben. Wichtig beim Kreuzheben ist, dass die Füße zunächst leicht über Hüftbreit aufgestellt sind. Die Fußspitzen schauen dabei nach vorne. Die Schultern befinden sich während der gesamten Übung hinten und der Rücken ist gerade. Variation dieser Übung ist, das Ganze einbeinig durchzuführen. Auch hierbei gilt, den Rücken gerade zu lassen, sodass sich in der Endposition der Körper in einer waagerechten befindet. Nummer 5 ist der Superman. Beim Superman befindet ihr euch in Bauchlage, die Fußspitzen werden aktiv in den Boden gedrückt. Der Oberkörper wird vom Boden abgehoben und die Daumen schauen bei der Übung nach oben. Variation der Übung ist, dass die Arme angewinkelt seitlich an den Körper nach hinten gezogen werden. Dabei bewegt sich der Körper nach oben. Der Kopf bleibt während der gesamten Bewegungsausführung in Verlängerung der Wirbelsäule und schaut auf den Boden. Vorletzte Übung des Ganzkörpertrainings ist der Unterarmstütz oder auch Plank genannt. In der Grundposition befinden sich die Ellenbogen schulterbreit. In der leichteren Variation sind die Knie auf den Boden abgesetzt, Gesäß und Bauch angespannt, sodass der Körper eine Gerade bildet. In der Variation werden die Knie vom Boden abgehoben und der gesamte Körper befindet sich in Spannung. Gesäß und Bauch sind weiterhin angespannt, sodass die gerade Position gehalten werden kann. We'll be right back.
letzte Übung des Ganzkörpertrainings ist der Seitstütz oder auch Seitplank genannt. Wichtig dabei ist es, dass der Ellenbogen unterhalb der Schulter aufgesetzt wird. In der ersten Variation wird das Gewicht hinten auf dem Knie abgelegt. Der Körper ist in einer Gerade, Gesäß und Bauch werden angespannt. In der Variation wird das Gewicht hinten auf den Fuß verlagert und bleibt vorne auf dem Ellenbogen unterhalb der Schulter. Kopf bleibt dabei immer in Verlängerung der Wirbelsäule und blickt nach vorne. Der entfernte Ab wird nach oben abgespreizt.